Sicherheit im Krankheitsfall. Auch unterwegs. Der ADAC Ambulanzservice betreut rund 52.000 Menschen jedes Jahr. Als Europas Nummer 1 im Bereich der Sekundärrettung steht der Name seit 1973 für die sichere Rückholung von Patienten an ihren Wohnort. Wir sind hier in München ein Team von ungefähr 120 Spezialisten, darunter ein Ärzteteam, 25 Ärzte mit transportmedizinischer Ausbildung und speziell geschulten Sachbearbeitern. Auf Basis eines internationalen Netzwerkes und der eigenen Auslandsnotrufstationen organisiert der ADAC Ambulanzservice den Patientenrücktransport weltweit in über 20 Sprachen und rund um die Uhr. Y la fractura, por supuesto, necesita operación. Wir haben einen Patienten auf Mallorca. Dieser Patient hat sich beim Mountainbiken einen schweren Bruch an der Wirbelsäule zugezogen. Und zwar die Sorte Bruch, die zu Nervenschäden führen kann. Und deswegen müssen wir wirklich schauen, dass wir den schnell und zügig nach Deutschland bringen. Die Zeit drängt. Der ärztliche Befund erlaubt keinen Transport mit einer Linienmaschine. Ich bräuchte die Dornier für einen Patienten von Nürnberg nach Palma, zurück nach Nürnberg. Am Flughafen Nürnberg steht die Ambulanzflotte bereit. Ärzte, Piloten und Pflegepersonal machen sich fertig für den neuen Einsatz. Wir erfahren in der Regel immer einen Tag vorher, wo es am nächsten Tag hingeht. Vor allem, wenn man nicht touristische Reiseziele anfliegt, braucht man doch sehr viel Erfahrung und starke Nerven. Während Ärzte und Piloten den Rücktransport aus Mallorca vorbereiten, läuft parallel in der Zentrale die Koordination auf Hochtouren. Frau Häusler, Ihr Mann ist bei uns gut versichert. Wir werden uns um alles kümmern. Machen Sie sich keine Sorgen. Man muss also schon ein bisschen psychologisches Geschick mitbringen. Da ist da schon mal Dolmetscher und Psychologe und Betreuer alles in einem. Das Ambulanzflugzeug ist bereit für den Start. In 4 Stunden wird der Patient an Bord sein. Die hochmoderne Ausstattung der ADAC-Flugzeuge garantiert den sicheren Rücktransport bei fast jeder Diagnose. Die beiden großen Flugzeuge verfügen über 2 intensivmedizinische Behandlungsplätze, die aber auch innerhalb kürzester Zeit zu 6 normalen Liegen umgebaut werden können. In Palma sind die Kollegen über die Landung des ADAC-Teams informiert. Sie bereiten den Patienten für den Rücktransport vor. Von jetzt ab übernimmt der ADAC-Flugarzt seine Betreuung. Während eines Lufttransports wirken auf den Patienten natürlich völlig andere Kräfte als am Boden. Und das muss letztendlich in die Therapie des Patienten mit einfließen. Der ADAC-Ambulanzservice bringt den Patienten auch dann nach Hause, wenn keine medizinische Notwendigkeit besteht, dies aber therapeutisch sinnvoll ist. Vorausgesetzt, er ist transportfähig. Also der Patient hat starke Schmerzen, ist aber stabil und möchte so schnell wie möglich nach Hause. Ja, der Tierarzt hat mir jetzt ein Schmerzmittel gegeben. Und jetzt geht's erstmal heim zur Familie. Der ADAC Ambulanzservice übernimmt die Betreuung für den Patienten. Vom ersten Anruf in der Einsatzzentrale bis zu seiner Übergabe am Zielort. Egal, ob am Boden mit dem Krankenwagen oder in der Luft mit Linienmaschinen oder dem ADAC Ambulanzjet. Wir kümmern uns um alles. In erster Linie kümmern wir uns um den Patienten, um den Transport für den Patienten. Aber wir sind immer in Kontakt mit den Angehörigen. Wir kümmern uns um die Anschlussbehandlung in Deutschland im Krankenhaus. Alles, was nötig ist rund um den Krankenfall. Der Patient ist wohlbehalten im Krankenhaus angekommen. Einer von jährlich rund 1.400 Ambulanzflügen des ADAC hat seinen Auftrag erfolgreich abgeschlossen. Es geht um die Mannschaftsleistung in einem Team aus im Endeffekt lauter Spezialisten. Und dieses Zusammenwirken von Ärzten, Sachbearbeitern, Flugdisponenten, Flugärzten und dergleichen mehr, das muss mit der Zeit wachsen. Und diese Erfahrung ist, glaube ich, das, was uns wirklich gut macht.